Wurden schon die ersten GTA 6 Story DLCs geleakt? Mehrere Seiten haben schon darüber berichtet, aber das ist einfach falsch. Ich erkläre euch in diesem Video, warum das falsch ist und was daran vielleicht stimmen könnte. Insider Testur hat in den GTA Forums geschrieben, dass er davon ausgeht. Es geht nur darum, dass er davon ausgeht, dass GTA 6 so eine Art DLC bekommt, aber dann doch mehr als Episoden. Rockstar hatte in der Vergangenheit öfters mal mit sogenannten Crunches zu tun, beziehungsweise diese Crunches haben ihn zu schaffen gemacht. Das bedeutet, es hat sich halt alles sehr gestaut und dadurch hatten sie dann halt Probleme, ihre Inhalte zu veröffentlichen, besonders wenn man davon ausgeht, dass halt erst GTA 6 kommt mit einer gewaltigen Story und sie dann natürlich auch noch den Online-Modus rausbringen wollen. Spiele wie Red Dead 1 oder natürlich auch GTA 4 hatten sehr coole Story-DLCs. Jetzt gehen wir hier aber von den sogenannten Episoden aus. Das bedeutet, der Content für GTA 6 wird stückweise veröffentlicht, um halt, ja, der Belegschaft von Rockstar, um Rockstar so ein bisschen Luft zum Atmen zu geben, dass sie sagen, wir machen jetzt erst das, danach wird das nächste veröffentlicht und so weiter und so fort, halt wie Episoden in bestimmten Zeiträumen. Jetzt ist natürlich die Frage, was hat das mit DLCs zu tun? Im Endeffekt gar nichts eigentlich, wenn es ja Episoden sind. DLC bedeutet für mich, du hast das Spiel GTA 6, du hast die Story und wenn die Story fertig ist, dann sagt Rockstar nach gewisser Zeit, wir kloppen jetzt einen DLC raus und der erweitert dann die Story um halt gewisse Inhalte. Aber in diesem Fall sprechen wir ja davon, dass sich die Story sowieso mit der Zeit immer mehr erweitert und das fände ich persönlich gar nicht mal so schlecht, weil es dann vor allem auch den Leuten ein bisschen mehr Zeit gibt, das Ganze auch zu genießen. Darum geht es ja auch. Du hast dann viel mehr Zeit, du kannst dich erstmal ein bisschen einleben in Vice City, kannst erstmal alles erkunden, du spielst dann den ersten Teil von der Story und dann sagen sie irgendwann, jetzt kommt die zweite Episode, dann kommt die dritte, dann kommt die vierte. Ob es dann auch mit einer Map-Erweiterung zum Beispiel einhergeht, das muss man dann natürlich abwarten, aber jetzt hier von einem DLC-Leak zu sprechen, das würde ich auf jeden Fall nicht tun. Was ist eure Meinung dazu? Fändet ihr es besser? Alles kloppen sie auf einmal raus oder wenn es vielleicht als Episoden sind, dass sie es mit der Zeit erweitern? Und vor allem, was ist mit dem Online-Modus, der, ich vermute mal, dann auch verhältnismäßig nah wieder am Release dran sein wird. Von GTA 6 haben sie bisher ja auch bei, also zumindest bei GTA 5 und bei Red Dead 2 haben sie es ja auch so gemacht, dass der Online-Modus relativ schnell wieder kam. Na klar, die Cashcards, sie müssen auch irgendwie Geld verdienen. Also ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und wir sehen uns in einem neuen Video.